Ich werde übrigens... Oh, verdammt, die verfolgen mich noch. Da muss ich kurz regenerieren. Sonst bin ich tot. Oder halt die. Verfolgen die mich noch? Puh. Alter Schwede. Okay, und ich bin jetzt hier wahrscheinlich in der Hölle gelandet. Das ist auf jeden Fall Frösche, das ist gut zu wissen. Weiß ich, wie ich mein Zement bekomme. Mit den Fröschen. Puh. So. Wie machen wir weiter? Wir essen erstmal ein bisschen was. Du brauchst ein bisschen Leben. Oh, das ist halt echt extrem, weil diese Ravager als Gegner zu haben, ist nicht so geil. Das Iguanodon, die ignorieren wir jetzt erstmal. Ein Krokodil. Da hat's verschiedene Erze. Die muss ich mir gleich mal untersuchen oder anschauen. Oh, ein Rockdrake. Oh, verdammte Kacke. Ja, ich muss mal das Krokodil austricksen. Ich muss irgendwie nachher hochkommen. Ich habe keine Anker mehr. Eigentlich bin ich am Arsch. So gesehen. Und ist das auch so ein Erz? Das ist ein normaler Stein. Mann, wenn das Kakukudi da nicht wäre. Ich kann schon mal weggehen. Penner. Ja, gegen das Krokodil dürfen wir ankommen eigentlich. Ja, und da, um Gottes Willen, der Drache da. Oh, kommt er auf uns zu? Bitte nicht. Geh weg. Tschüss. Danke. Gut, jetzt erstmal dieses Erz untersuchen. Das ist schon Metall. Ich hab jetzt was anderes erwartet, aber okay, wenn das Metall ist, dann. Was ist denn für ein Buff? Vorsicht, in der Nähe befinden sich Kreaturen mit hohem Level. Okay, das hat der Belzebub. Nicht Belzebufo. Das hat mein Frosch hier erkannt. Was passiert eigentlich, wenn wir das Licht ausmachen? Komm, dann nehmen wir es. Ja. Okay. Das heißt, man muss irgendwie so eine Kreatur haben, die Licht spendet. Weil wir sonst am Arsch sind. Oh mein Gott! Oh! Nein! Okay, ich verabschiede mich jetzt schon mal von dieser wunderschönen Welt. Wir werden sterben. Oh. Und Basilisk! Um Gottes Willen! Oh! Ich wollte sagen, ich verabschiede mich jetzt schon mal von dieser schönen Welt. Dann ist, denke ich, ach du heilige Makrele. Ich denke nicht, dass wir es überleben werden. Oh, und da hat's die Ravager. Ja, geil. Tod und Verderben. Tod und Verderben. Tod und Verderben. Oh, da ist auch so... Oh. Kannst du dich bitte kurz regenerieren? Und kann bitte diese Ravager aufhören, mir hinterher zu rennen? Ist das der Ravager? Ja. Och Mann, was will der Penner? Ich hab ja noch gar nichts getan. Oh, ich hab nicht mal seine Freunde umgebracht. Der hat meinen Freund umgebracht. Oder halt hier. Fleischy. Oh, der hat so ein Scheinhorn gehabt. Rorad. Oh. Um Gottes Willen. Erstmal Ausdauer regenerieren lassen. Und er soll ein bisschen was essen. Hat's dann da drüben nochmal so einen Drache? Boah. Alter Schwede. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da noch lebend wegkommen. Alter. Was ist denn da?
Na gut, wir müssen aber noch mal zurück. Oh. Oh, ein Leichnam. Lecker. Dann packen wir doch einfach mal da ein Glühteil an meinem Rücken ran. Glück. So lange, bis der Fratz aufgeladen ist wieder. Ja gut. Was machen wir jetzt? Was machen die denn da hinten? Kämpfen doch gegen irgendwas. Ah, warte mal. Die Ravager kämpfen gegen diesen Drachen? Die Ravager haben den Alter. Die sollen doch nicht übertreiben. Das sind einfach ultimative Killermaschinen. Ah, die sind ein bisschen zu stark, finde ich. Das ist nur meine Meinung, aber... Oh, da steht das Scheinhorn. Was wir jetzt nicht sehen werden. Weil ich irgendwie selber versuchen muss zu überleben hier. Und das sind alles Metalladern, habe ich das richtig verstanden? Metall und Obsidian. So. Du nimmst mal ein bisschen Metall. Aber wir sind jetzt gerade nicht mehr in den Metall hier runterkommen. Weil ich will eigentlich blaue Gems finden und die dürfen doch bestimmt auch hier unten irgendwo sein. Oh, Kacke. Ja gut. Wo muss ich hin? Guck mal auf die Karte. Ich bin da. Und ich kam von dort her. Okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir kommen schon irgendwie heil nach Hause. Aber dieses Abenteuer, das muss sein. Oh, das sind diese blauen Gems. Ja. Da packen wir jetzt erstmal ein paar rein und dann können wir so einen Kleider bauen. Oh, nehmen wir es. Sind die stark? Oh, ich klatsch mal. Hä? Ist das gerade größer geworden? Oder denke ich mir das? Das wird immer größer? Ich wollte gerade selber das töten. Hat das jetzt Fleisch gegeben? Ach, keine Ahnung. Ich verstehe mir das alles noch gar nicht. Aber egal, wir packen ein paar blaue Edelsteine rein. Oh, ja, geil. Ich hab's gewusst, dass da unten blaue Edelsteine gibt. Ich hab's gewusst. Das sieht nicht umsonst blau aus, die Umgebung. Aber schön ist es hier schon. Ne? Aber halt auch tödlich. Aber auch schön. Aber ich weiß nicht, ob wir es überhaupt überleben, weil da hat es halt noch irgendwo... Irgendwo der Basilisk, der uns töten wollte. Und wir kamen von dort her. Heißt, wir müssen irgendwie die Krabbe austricksen. Dass nicht so leicht wird. Und wir verlieren auch immer wieder unser Licht. Dann kommt diese Nameless-Penner. Machen wir mal kurz aus. Zück, zück. Oder? Ach man, die ist kackfähig. Ich kann das nicht weggehen. Und jetzt hinter uns halt auch noch eins. Oh. Oh, scheiße. Okay, ich glaube, dass wir da nicht ganz heil wegkommen. Ich glaube, die sind im Wasser ein bisschen schneller als ich. Mit ein bisschen meine ich extrem viel schneller. Oh, was ist das denn? Oh, der leuchtet da ist so schön. Ich will alles haben. Werden wir noch von den Krampf verfolgt? Jetzt ein Krokodil. Ich glaube, die kommen gerade nicht hinterher. Das will ich abbauen. Was ist denn das? Ach, das sind auch nochmal blaue Edelsteine. Achso. Ja, cool. Wir nehmen einfach mal so viel mit, wie wir können. Und wenn wir es nach Hause schaffen, dann haben wir viele blaue Edelsteine.
Wenn nicht, dann sind wir zu 100% tot. Aufsteigen, ins Inventar reinpacken. Wie kommen wir lebend? Oh, um Gottes Willen! Boah, hat mich der Frosch erschreckt. Aber wir müssen trotzdem auf die andere Seite. Und die sind nicht unbedingt die schnellsten Schwimmer. Ach, scheiße. Und was ich auch nicht gewusst habe, was ich aber jetzt vorhin. Oh nein! Nein! Böser Zital. Oh, Basilisk. Oh Mann, geh zurück zu Harry Potter. Der kommt doch auf mich zu, ich erkenn's doch. Ach Mann, ich will doch nur nach da hinten. Dass mir immer der Weg abgeschnitten wird. Nein, ich trick sie jetzt aus, du blöder Drecksbasilisk. Hör auf, lass mich in Ruhe. Es reicht. Ich hab die Schnauze voll. Oh, Baryonyx auch noch. Oh. Um Gottes Willen. Hier spuck ich so eine Todeszone. Und noch tot. Ich muss einfach nur eine Stelle finden, an dem ich wieder hochkomme. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich runtergeflogen bin. Das war alles so schnell und Panik und Hektik und Licht an. Glück, Glück. Oder hat es noch einen Drache? Oh. Okay, sind wir jetzt mal so ein bisschen weg von dem ganzen Totenzeug? Oder halt die Viecher, die uns töten können. Tausendfüßler, Schlangen, Ravager, oh nein! Oh. Verdammt, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh nee. Ich will zwar nichts sagen, aber das ist schon unser Tod. Das können wir nicht stemmen. Nee, keine Chance. Keine Chance. Hallo? Ich kann auch niemals schneller sein als diese Ravager. Ich komme da doch nie wieder hoch. Ich bin doch des Todes geweiht. Was soll ich jetzt machen? Oh, und ich Depp habe auch nur mein Gewehr mitgenommen. Ich könnte versuchen, die eigentlich zu zähmen. Nein, könnte ich gar nicht. Ach, scheiße. Kann ich nochmal zu der Leiche hingehen und wenigstens die Edelsteine mitnehmen? Eigentlich dürfen die mich doch gar nicht mal so krass erkennen. Ich habe einen Ghillie-Anzug an. Ich weiß jetzt nur nicht, wo mein Ravager gestorben ist. Oh, scheiße. Okay, vielleicht finde ich da auch noch andere. Hier hat es auch noch Edelsteine. Das heißt, ich habe jetzt die Mission, hier lebendig rauszukommen. Mit ein paar Edelsteine. Und ich muss hoffen, dass ich von nichts gefressen werde. Und da kommt ja schon was auf mich zu, verdammt. Ich höre auch schon Schritte da oben irgendwie. Ach so, eine Mole Rat. Oh Mann, ohne Dino ist irgendwie richtig kacke. Da hat man die ganze Zeit so die Befürchtung, dass irgendwas gleich einen schnappt. Und die Tote zieht. Eine Tote, oh Mann. Entschuldigung, ich kann gerade nicht mehr normal denken. Ich hoffe, diese Folge Ark Aberration hat euch gefallen. Lasst uns sehr gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns bei einer neuen Folge. Adios!